freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar gibt es heute einen Schminklook bei mir. Und ja, wenn ich ein bisschen nasal spreche, ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist schon wieder abklingen. Ist kein Wunder, aber es ist alles gut bei mir. So, auf alle Fälle, ja, und zwar habe ich jetzt zu Weihnachten Paletten bekommen und da möchte ich jetzt einmal einen Look schminken heute und zwar mit der Opulenz-Palette von Zoeva. Das sind diese Farben und die werde ich heute verwenden. Und da in dieser Palette ja nur eine matte Farbe drin ist, das ist die rote da in der Mitte oben. Get Your Glory heißt die Farbe. Und ja, habe ich mir jetzt noch eine andere Palette dazu genommen. Die hat matte Töne sowie auch glänzende, aber neutrale. Und das ist die von Make-up River. Die obere sind matt und die unteren glänzen. Die habe ich jetzt die letzten 2 Wochen auch verwendet. Das ist die Revolution Iconic Pro 1 Palette. So. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe meine Base schon vorbereitet. Ich habe alles schon soweit gemacht. Ja, dass das eben schneller geht, der Schminklook. Also von daher will ich nicht viel Zeit verlieren. Also ich gehe jetzt einmal in so eine helle Farbe mit diesem meinen fluffigen Pinsel rein. Augenbrauen habe ich schon gemacht und ja. Kajal ist schon drauf. Seht ihr was? Ja, ne? Ich hoffe, ihr könnt was sehen, was ich da so mache. Mal gucken, Display. Ist immer blöd, wenn man das. Ja, aber ich denke mal. So, das heißt, ich bereite mein Auge vor, gebe meinem Auge etwas Dimension und ja, ansonsten werde ich mir die Biatch Cosmetic Pinseln schminken. Seht ihr, ich Nutrium. Naja. Ich bin dumm. Aber was soll's? Was soll's? So. Okay, dann werde ich in eine etwas dunklere Farbe gehen. Wie gesagt, um dem Auge mehr Dimension zu verleihen. Ich gehe da, ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. So, wir haben heute ein herrliches frühlingshaftes Wetter. Wir haben Samstagvormittag und ja, ich habe heute vor, alleine wohin zu gehen, weil heute ist der Samstag ist bei uns immer der Hähnchenmann. So mit Hähnchen und ja,
meinen Kaffee trinken. Mit Hähnchen und mit, ja. So, jetzt gehe ich in die rote Farbe rein. Ja. Und da will ich mir heute einen Achsen holen. So. Es ist nicht weit von uns hier entfernt, aber jo. Das ist für mich ein schöner Spaziergang mit meinem Rollator. So. So, jetzt habe ich die rote Farbe von der Opulenz-Palette von Sueba. Das Auge geht immer wenn besser. Zum Schminken als für das andere. Verstehe es immer nicht, weil, ja. Aber es funktioniert auch so. Ah. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen mit dem Rot rein, damit wir das bisschen verstärken. Ausblenden. Jo. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, das ist jetzt mal diese Dame. Mache ich im unteren Wimpernkranz mache ich eine dunkle Farbe hier aus der anderen Palette. Kommt noch ein bisschen, ja. So, wir sind aber noch nicht fertig. Mit dieser Palette. Na komm, ich hab natürlich, werde ich da die Hinten sauber machen gleich wieder. Ja. So, dann nehme ich mir einen anderen Pinsel und nehme mir aus der Opulenzpalette die Sense of, nee, The Only Delight. Diese, seht ihr das? Ja, die Farbe da. Die werde ich jetzt verwenden auf dem beweglichen Lid. Ah ja. Ganz schön dunkel die Farbe. Ah ja.
So. Gut. Ist super pigmentiert, muss ich sagen. Ja, ist super pigmentiert. Sehr schön, gefällt mir. So, jetzt brauche ich aber noch eine ganz helle Farbe. Ja. Das wird auch gemacht, die ganz helle Farbe ja. Den brauche ich. Dann nehme ich von. Ich nehme ja übrigens immer die von Beard Cosmetics, die Pinsel. Das ist jetzt so ein Pinselbrush, schon kleinerer. Und da werde ich jetzt einmal in die Farbe High Chair oben in die hellste hier oben reingehen. Und den trage ich mir hier und in den Winkel auf. Ja. Sehr schick. So. So, öffne das Auge. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Ich könnte noch eine andere Farbe. Ja, das mache ich auch. Das will ich jetzt auch machen. Jetzt habe ich schon 12 Minuten. Naja. Wir sind eigentlich noch gut in der Zeit, von daher. Boah. Boah. Ja, von daher, ich nehme mal die Farbe für die Mitte Industrielle Fortune wieder. Mittelfinger nehme ich diesmal auf. Und die kommt dann so in die Mitte her. Drüber. Ja. Ist dann doch nicht ganz so jo. So. Jo. Dann würde ich sagen, lasse ich das so, denn mir gefällt es eigentlich ganz gut. Hallo. Ich natürlich wieder mit meinem. Ich natürlich wieder. Nee, ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Lasse ich und ja, trage mir die Wimperntusche auf, denn so, ich habe jetzt von Beard Cosmetics schon einige Pinsel verwendet, noch nicht alle. Aber sonst habe ich schon einen Pinsel verwendet. Ja, okay. Das wäre es mit den Paletten. Moment, ich brauche nur eine andere. Ich werde es mit der Wimperntusche werde ich rausschneiden. Ich brauche nur da einen anderen Spiegel, weil der vergrößert. Und ja, für mich ist es besser.
Wie gesagt, das schneide ich raus und ja, das mache ich jetzt ziemlich schnell. So, jetzt habe ich die Wimpern getuscht, soweit fertig. So, und jetzt haben wir, jetzt mache ich die Lippen, da habe ich den von CN eigentlich so ein, ja, also ein Mutter dazu passt, ein unaufgeregter, naja, sagen wir mal so ein Nude. Nude-Ton, der ist ziemlich unaufgeregt. Color Lip Butter ist das. In der Farbe, ne, da ist keine Farbe dabei. Von CN, ob es noch gibt, weiß ich nicht auf jeden Fall. Ja, ist pflegend, ist schön, ja. Mir gefällt der Look, ist eigentlich ganz schnell gegangen jetzt und ja. So, jetzt tue ich das mal auf die Seite alles und ja, dann würde ich sagen, ist das der Look und das sind die Farben, wo ich verwendet habe. Ja, mir gefällt es ganz gut. Ja. Es ist halt jetzt ein unaufgeregter, nicht zu auffälliger Look zum Rausgehen. Heute ist Samstag, zum Rausgehen halt für den Alltag und ja. So, das mache ich dann und ja, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, bearbeiten durch dann das Video später. Ach ja, was ich euch noch sagen wollte, als Tipp. Ich habe da so kleine Pinselchen für Gel-Eyeliner. Und auch für die Augenbrauenpomade. Und da werden ja die Härchen immer so hart. Und also müsste man das immer gleich auswaschen mit trocken. Wenn man das macht, ist das sowieso gleich immer schnell, wird trotzdem hart, die Pinselhärchen. Und wie man die ganz schnell säubern kann, nach dem Auftragen von, also Gel-Eyeliner, wo ich gerne mache an der Wasserlinie, weil das ja wasserfest ist und den ganzen Tag hält. So, ich nehme zum Reinigen, dass ich nicht jeden Tag waschen muss, wenn ich mich schmink, mache ich das zurzeit also jeden Tag mit dem Stift, mit dem Pinsel. Und dass ich nicht immer waschen muss, ist ja auch nicht gut. Nehme ich ein feuchtes Babytuch. Ihr wisst es, dass ich das zum Abschminken auch gerne nehme. Ein feuchtes Babytuch, ist mit so einer Lotion getränkt und fürs Grobe halt vom Gesicht abmachen. So. Und damit kriegt ihr das schön sauber. Ich habe es heute auch wieder gemacht. Also. Und die Härchen sind nicht hat. Die sind im Übrigen, der Pinsel ist im Übrigen vorne dunkler als wie hinten. Also es ist kein Gel-Eyeliner mehr drauf. Nicht, dass ihr meint, also die Pinselhärchen sind total weich. Also, ich habe da den günstigen Babylauf oder egal, welche das ihr nimmt.
Das erfüllt seinen Zweck, die sind günstig und zum Swatches entfernen, warum soll ich dann die teuern Abschminktücher kaufen, die wohl 25 Stück. Gut, wenn ich, was heißt teuer, wenn ich jetzt die 25 für 99 Cent, trotzdem kommt mir ein Baby Love Dings, das sind 70 oder 80 feuchte Tücher drin, kommt es mir billiger. No. Kostet mir 3 Euro, die 4er-Pack habe ich gekauft. 4x8, 320. Das sind 2,75 € habe ich bezahlt. Also nicht ganz 3 Euro. Von daher, ne, da spare ich natürlich. Ne. Klar, gebe ich lieber einmal das aus und die halten ja ewig. Ne. Jo. Also, das war jetzt wirklich das Video und ja, jetzt werde ich dann mein Gesicht noch ansprühen. Jo, Fixing Spray und ja. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen kleinen Tipp noch geben und ein schönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.